Tada! Mein neues Rad. Ich habe mein Cube geschlachtet und habe mir das schöne Propane-Tai-Rahmenkit bestellt. Mit dem schönen Fox-Coil-Dämpfer, einer dicken 38 und wie gesagt, alle Teile vom Cube dran gebaut. Hat alles perfekt gepasst: XT-Bremse und den ganzen Kram. Pack das Ding jetzt ein, fahre in die Alpen und teste dort das Rad auf Single-Trails, Jumplines. Und alles, was ich da so finden kann. Ob das eine gute Entscheidung war oder nicht. Und ja, hinterher vielleicht ein kleines Fazit. Wahnsinn. Oh, macht der Druck! Aber der bügelt wirklich alles weg. Was macht die denn da jetzt? Hör auf! Nein! Richtig erschrocken. Einfach nur mega. Scheiße! Ich kann mich gar nicht aufs Fahren konzentrieren, ey. Ich muss noch einmal nachzuppeln. Auf geht's. Mit neuem Rad. Ui! Man merkt auch einfach nichts von den Bremswellen. Das ist einfach nur gut, ey. Fliegt gut, riecht gut. Double! Nochmal double! Und man ist so schnell, ey. Das ist so krank, ey. Verstellt hier. Richtig Bock mit dem Bier. Ja. Mein Gott, ey, was mache ich denn? Was machst du denn? Ja. Ich hab nicht gesehen hier, ey, Scheiße! Boah, es tat so weh, ne? So umgeknickt, ey. Wirklich jetzt? Ja, mit dem Zeh, ey. Kackstelle, ey. Das ist ein Scherz, oder? Ist die an? Was macht die denn da jetzt? Ich will nur in den Kopf reiben. Ja, aber warum reibt die denn jetzt an meinem Reifen? Ey. Ich glaub, das zeigt dir, dass sie dich mag. Doch. Oh, ey. Ja, ich. Hör auf. Nein.
Alter, die reibt sich so fest an dem Reifen hier. Ich muss jetzt hier mal vorbei. Propane Bike Test. Sehr raus. So, es geht weiter mit dem Propane. Benennen. Was auch richtig gut ist, das Ding klettert trotz offenem Dämpfer. Boah, das macht eine Laune. So, nun ein kurzes und knappes Fazit zum Propane Taiyi. Wir waren jetzt 5 Tage unterwegs, waren in Leogang, Paganella, Sölden und Zerfaus. Bin damit Jumplines gefahren, Single Trails, Flow Trails, alles Mögliche. Ich muss nach den 5 Tagen sagen, ist einfach der absolute Wahnsinn. Das Bike ist unglaublich agil, es ist einfach so verspielt mit dem Coildämpfer. Das ist einfach richtig, richtig gut. Also egal, ob ich jetzt technische Single Trails gefahren bin oder halt Jumplines, wie zum Beispiel die Hotshots oder hier in Zerfaust, lässt sich gut fliegen, doof gesagt. Es macht einfach unglaublich Spaß, das Rad bergab zu bewegen. Es gibt mir auf jeden Fall gute Sicherheit, wahrscheinlich auch wegen der 38 vorne. Es ist richtig schön steif. Egal ob wirklich richtig steile oder ruppige Passagen, der Hinterbau, ja, performt einfach richtig gut. Das Ding schluckt alles weg, ist einfach ein Traum. Und vor allem der Coildämpfer bergauf funktioniert einwandfrei. Ich kann einfach nur unterschreiben, was man auch in den Tests so liest. Es fährt einfach unglaublich gut bergauf. Von daher eigentlich der perfekte Allrounder. Den einzigen Negativpunkt, den ich berichten kann, für mich jetzt erstmal nach 5 Tagen Biken, ist ja dieses, weiß ich nicht, diese Kabelführung hier unten ist wahrscheinlich anders nicht lösbar. Und nach 5 Tagen Bikepark und Trails fahren, hat die Kette so viel an dem Schaltzug rumgerieben und rumgeschubbert, dass der komplett blank ist. Das heißt, wenn ich wieder zurück bin, gibt es auf jeden Fall eine neue Kettenführung, dann ist das damit behoben. Nur ja, sollte man bedenken, das war ein bisschen nervig und ja, das ist eigentlich so der einzigste Negativpunkt, dieses Kabelgedöns hier unten. Das müsste ich mir noch mal ein bisschen besser fixieren. Ich kann nur sagen, als Fazit für mich, ich habe mir das als Rahmenkit aufgebaut und bin ultra zufrieden mit der Performance vom Rad. Macht einfach Spaß, ist wendig, ballert alles weg, genau das richtige Bike. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, das Ding. Eine richtige, geile Ballermaschine. Und bis dahin, adios! Fuck, alles gut? Jo. Das sah übel aus.
Berg auch. Von daher. Ah, ist das schlecht, ey.